Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Etsy-Aktie ein interessantes Investment ist. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Etsy ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Webseite für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage- und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz befindet sich im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Um als Vintage zu gelten, müssen Artikel mindestens 20 Jahre alt sein. Die Webseite ging 2005 in Betrieb. Seither hat der Online-Marktplatz massiv an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2011 waren 800.000 aktive Verkäufer und 12 Millionen Käufer registriert und es wurden monatlich 25 Millionen Besucher gezählt. 2010 eröffnete Etsy eine Niederlassung in Berlin. Hauptkonkurrent in Deutschland war die 2018 eingestellte Plattform Davanda. Die Plattform ist besonders in den Vereinigten Staaten erfolgreich. Seit Mitte 2012 verstärkt Etsy sein Engagement in Europa. Zum Beispiel wird die iPhone-App der Plattform seit Oktober 2012 auch auf Deutsch angeboten. Zu den Investoren gehören neben dem US-Investor Accel Partners auch der partnergeführte Wagniskapitalgeber Acton Capital Partners aus München. Seit April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse, der Nasdaq, gehandelt. Bei Verkäufen über die Website berechnet Etsy eine Provision von 5% sowie weitere Gebühren. Josh Silverman ist der CEO von Etsy und leitet das Unternehmen bei dessen Aufbau einer Plattform, die Kreativunternehmern auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnen will. Silverman kann auf 20 Jahre Führungserfahrung zurückblicken, in denen er unter anderem Unternehmen für Verbrauchertechnologie zum Wachstum verhalf und für die Skalierung globaler Märkte verantwortlich war. Er war als President of Consumer Products and Services bei American Express, als CEO von Skype sowie als CEO von Shopping.com tätig und begleitete verschiedene Positionen in der Geschäftsführung von eBay. In früheren Jahren seiner Laufbahn war Josh einer der Mitbegründer von Evite und diente zudem als CEO des Unternehmens. Er ist derzeit ein Mitglied im Vorstand von Shake Shack. Silverman engagiert sich stark für Gemeinschaft und Gesellschaft. Er ist gegenwärtig Chairman von Code Nation, einer gemeinnützigen Organisation, die Schülern in Schulen mit mangelnden Ressourcen grundlegende Codierungskenntnisse und berufliche Erfahrung vermittelt. Zuvor war er Mitglied im Stanford Business School Management Vorstand sowie im Vorstand des Lincoln Center Theaters. Kommen wir als nächstes zu den Finanzen von Etsy. Etsy hat eine Marktkapitalisierung von aktuell knapp 23 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich die Zahlen der Vergangenheit anschaut, dann kann man schön erkennen, wie sich die Umsätze über die letzten Jahre gesteigert haben. Während der Umsatz im Jahr 2014 noch bei knapp 200 Millionen US-Dollar lag, konnte der Umsatz bis aufs Jahr 2019 auf über 800 Millionen deutlich gesteigert werden. Was ich an dieser Stelle auch erwähnen möchte, ist, dass Etsy im Jahr 2016 auch erstmals die Gewinnschwelle überschritten hat, was ich auch schon mal sehr positiv bewerte. Was außerdem wirklich beeindruckend ist, ist, dass der Umsatz im Jahr 2019 von den angesprochenen knapp 800 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 1,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt wurde. Das ist natürlich auch das Jahr der Corona-Krise, aber dennoch ist eine Verdopplung der Umsätze meines Erachtens sehr, sehr beeindruckend. Wirft man allerdings jetzt einen Blick in die Zukunft und schaut sich eben die Analystenschätzungen der zukünftigen Umsätze an, dann stellt man fest, dass die Analysten allerdings davon ausgehen, dass jetzt die Umsätze in den nächsten Jahren nicht jedes Jahr um 100% wachsen sollten, wie eben von den Jahren 2019 auf 2020.
Im Jahr 2021 wird nämlich ein Umsatz von knapp 2,3 Milliarden US-Dollar erwartet, im Jahr 2022 dann 2,7. Und das Ganze soll sich dann weiter steigern bis ins Jahr 2025. Und dort soll es dann ungefähr der Umsatz bei knapp 5 Milliarden US-Dollar liegen. Also sprich, die Corona-Krise, gemäß zumindest den Analystenschätzungen, hat hier eher wohl einen kurzfristigeren Impact auf die starken Umsatzsteigerungen von Etsy. Dieser Trend sollte sich aber wohl nicht dauerhaft in den nächsten Jahren niederschlagen. Schaut man sich allgemein die Analystenmeinungen zu der Aktie an, dann stellt man fest, dass die Analysten überwiegend positiv gestimmt sind. 12 vergeben ein Buy-Rating, 2 eine Halten-Empfehlung und ein Analyst ein Sell-Rating. Bewerten heißt doch immer vergleichen. Für den heutigen Vergleich habe ich neben Etsy noch Amazon mitgebracht, eBay und Pinterest. Schaut man sich zunächst einmal die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen an in US-Dollar, dann hat Etsy eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar, Amazon von 1,8 Billionen, eBay von 45 Milliarden und Pinterest von 48 Milliarden. Vergleicht man also ungefähr diese Werte, stellt man fest, dass Etsy jetzt kein absoluter Zwerg ist, allerdings auch kein Riese, sondern sich eher am unteren Ende der Marktkapitalisierung von solchen Online-Marktplätzen befindet. Schaut man sich jetzt das Kursumsatzverhältnis, also das geschätzte Kursumsatzverhältnis für das Jahr 2021 an, dann liegt Etsy hier bei ungefähr 10,5, Amazon bei 3,7, eBay ebenfalls bei 3,7 und Pinterest bei 18,4. Was man hier schon mal sehr schön erkennen kann, ist, dass Etsy deutlich teurer in Anführungszeichen bewertet wird als eben die Konkurrenten Amazon und eBay. Bei Pinterest scheint noch etwas mehr Fantasie mitzuschwingen, deswegen wird Pinterest hier auch nochmal etwas teurer bewertet. Schaut man sich als nächstes das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2021 an, dann stellt man fest, dass Etsy bei 57 liegt, Amazon bei 62, eBay bei 16 und Pinterest bei 110. Hier stellt man schon mal fest, dass die Werte sich jetzt schon ein bisschen unterscheiden, aber gut, gerade eBay fällt hier halt etwas sehr positiv aus, könnte man schon fast sagen, weil sie verhältnismäßig günstig bewertet sind, liegt aber auch tatsächlich an den nächsten Kategorien, zu denen ich gleich komme, und zwar dem Umsatzwachstum. Hier geht es um das geschätzte Umsatzwachstum der Jahre 2021 auf 2022. Hier geht man davon aus, dass Etsy um 19% wächst, Amazon um 18%, eBay um 8,3% und Pinterest um ca. 30%. Das erklärt auch ein Stück weit, warum hier bei Pinterest noch etwas mehr Fantasie mitspringt. Man geht hier also von deutlich stärkeren Wachstumsaussichten aus. Was ich super interessant finde, ist, dass Etsy eben ein Wachstum von ca. 19% anpeilt, Amazon von 18%. Und diese zwei Unternehmen, also diese Wachstumsraten sind relativ vergleichbar, wobei man natürlich mit einkalkulieren muss, dass Amazon ja jetzt schon deutlich größer ist. Und dafür finde ich wirklich diese Wachstumsrate bei Amazon absolut bemerkenswert. Und ja, gerade im Vergleich zu Etsy dann doch sehr beeindruckend, beziehungsweise Etsy dann tatsächlich im Vergleich etwas weniger beeindruckend. Schaut man sich die Bruttomarge an, also wie viel bleibt vom Geschäft hängen, dann stellt man fest, dass Etsy eine Marge von 70% hat, was sehr anständig ist. Amazon von 20% lediglich, eBay von 75% und Pinterest von ca. 60%. Ja, wenn man sich jetzt also all diese Zahlen im Vergleich anschaut, dann wird man, oder ich zumindest, jetzt nichts Besonderes feststellen. Also man hat jetzt hier in dem Vergleich keinen besonderen Ausreißer, wo ich jetzt sagen könnte, okay, da lohnt sich vielleicht ein Blick mehr als bei einem anderen Unternehmen. Alle Unternehmen haben hier ihre Vor- und Nachteile. Etsy scheint hier so ein, ich sag mal, gesunder Allrounder zu sein, dass die Bewertung ist anhand dem Kursumsatzverhältnis zumindest fair mit knapp 10, mit einem Kursumsatzverhältnis von knapp 10 vom Jahr 2021. Das Umsatzwachstum ist moderat, aber jetzt nicht extrem auffällig mit knapp 19% und die Marge wirkt zumindest sehr vernünftig. Allerdings, wer hier etwas stärker eventuell in die Richtung Wachstum gehen möchte, sollte sich tatsächlich mal Pinterest etwas genauer anschauen. Wer mehr in der Value-Ecke verhaftet ist, sollte vielleicht eher mal einen Blick Richtung eBay wenden. Und wer einfach ein bisschen nach der These investiert, too big to fail, sollte sich dann doch vielleicht eher Amazon anschauen. Und wer, wie gesagt, eher einen Allrounder sucht, der ist hier an der Stelle vermutlich bei Etsy relativ gut aufgehoben.
Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten bei der Etsy-Aktie. Grundsätzlich muss ich sagen, gefällt mir die Story hinter Etsy einfach sehr gut. Man trifft damit meines Erachtens auch den Nerv der Zeit. Es geht um Selbstgemachtes, man möchte hier etwas mehr persönliche Note reinbringen. Es geht um Liebe, also Liebe zu Produkten. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass auch eventuell durch diese Corona-Krise, also durch das Fehlen von sozialen Kontakten, es eventuell versucht wird, über andere Möglichkeiten, wie beispielsweise eben dieses Kaufen von selbstgemachten Produkten, diesen fehlenden sozialen Kontakt eventuell etwas zu kompensieren. Das Geschäftsmodell finde ich persönlich außerdem auch sehr interessant. Einfach diese Online-Marktplätze laufen extrem gut. E-Commerce ist sehr stark wachsend. Bin ich persönlich auch ein großer Fan von. Man erkennt einfach auch, das Ganze hat eine gute Marge. Da bin ich ja eben auch gerade auch schon mal drauf eingegangen. Also man erkennt das auch im Verhältnis auch zu den anderen Unternehmen. Da sticht eigentlich Etsy auch eher positiv hervor. Und das ist natürlich aus Investorensicht sehr zu begrüßen. Der CEO hat außerdem bereits Erfahrung im Bereich von Marktplätzen. Also ich habe ja bereits erzählt, er war ja auch schon mal bei eBay zum Beispiel. Was man natürlich sagen muss, diese Unternehmen, bei denen er bisher war, also ob es jetzt Skype war oder eBay, das sind natürlich jetzt nicht die allerinnovativsten Unternehmen gewesen. Insgesamt bewerte ich die Erfahrung aber trotzdem eher positiv. Schaut man sich die Bewertungen bei Glassdoor an, dann stellt man auch fest, dass die Firma von den Mitarbeitern sehr positiv wahrgenommen wird. Also über 80% würden die Firma tatsächlich auch einem Freund empfehlen und die Befürworter der Geschäftsführung liegen sogar bei über 90%. Also auch die Geschäftsführung wird hier von den eigenen Mitarbeitern sehr positiv wahrgenommen. Außerdem muss man auch wirklich anerkennen, dass das Unternehmen gerade in der Corona-Krise tolle Wachstumszahlen geliefert hat von über 100%. Und das ist natürlich auch absolut bemerkenswert und verdient Anerkennung. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten bei der Etsy-Aktie. Zunächst einmal die Konkurrenz. Es gibt weitere Online-Plattformen wie Amazon und eBay, wo man jetzt auch schon als Verkäufer Ware einstellen kann, beziehungsweise auch als Käufer Ware kaufen kann. Bei Amazon gibt es beispielsweise ja auch die Rubrik für Selbstgemachtes. Das heißt, auch dieser Trend wird irgendwo von Amazon erkannt und mit abgedeckt. Außerdem gibt es auch weitere Plattformen wie also Facebook, beziehungsweise eben die Tochter Instagram oder auch beispielsweise Pinterest, die mittlerweile nicht nur Social-Media-Plattformen sind, sondern eben auch immer mehr in den Vertrieb von Produkten einsteigen, was natürlich auch zusätzlich eine große Konkurrenz für Etsy darstellen kann. Außerdem muss man sagen, auch wenn die Steigerung des Umsatzes durch Corona sehr beeindruckend war, ist für mich dann doch noch sehr fragwürdig, wie nachhaltig diese Steigerung ist. Also die Analysten gehen ja bereits davon aus, dass die Steigerung in den nächsten Jahren nicht mehr so stark ausfallen wird wie im letzten Jahr. Aber die Frage ist trotzdem, ob diese Erwartungen eingehalten werden oder ob es nicht hier doch noch zu einer Enttäuschung kommen könnte. Was mich persönlich auch sehr schockiert hat, waren die extrem schlechten Trustpilot-Bewertungen. Hier haben sich einige Kunden sehr, sehr kritisch geäußert, gerade zu den Themen Support. Es ging darum, dass falsche Produkte geliefert wurden, dass keine Produkte geliefert wurden, dass sie vom Verkäufer praktisch veräppelt wurden. Also hier wurden wirklich einige negative Aspekte geäußert. Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Fiverr-Analyse, wo ich auf ähnlich negative Kommentare gestoßen bin und das schreckt mich als Investor dann doch sehr ab. Mir persönlich fehlt zudem auch ein Burggraben bei Etsy. Also ich habe es auch schon angesprochen. Amazon bietet beispielsweise ja auch eine Plattform an, in der man praktisch Selbstgemachtes auch anbieten oder kaufen könnte. Und hier fehlt mir persönlich ein bisschen eben der Burggraben bei Etsy, wo ich sage, hier grenzt sich das Unternehmen noch einmal deutlich von anderen Marktplätzen ab und hat hier einfach so ein gewissermaßen ein geschütztes Geschäftsmodell. Alles in allem muss ich einfach sagen, sticht Etsy für mich weder besonders positiv noch besonders negativ heraus. Und das ist für mich als Investor tendenziell eher negativ, weil ich möchte natürlich als Investor in ein Unternehmen investieren, von dem ich 100% überzeugt bin und von dem ich definitiv denke, dass es besser als der Markt performt. Und das sehe ich eben bei Etsy nicht. Für mich ist Etsy ein gesunder Allrounder, aber wie eben gerade schon angesprochen, weder besonders positiv noch besonders negativ. Kommen wir nun zum Fazit. Persönlich glaube ich, dass die Wachstumszahlen nach Corona abflachen sollten, wobei die Bewertung nachvollziehbar erscheint. Der Markt scheint daher das schwächere Wachstum nach Corona bereits ein Stück weit eingepreist zu haben. Der Konkurrenzdruck in diesem Bereich und die vielen negativen
Kommentare schrecken mich zusätzlich für ein Investment ab. Interessierte sollten sich die Aktie auf die Watchlist legen und erst bei späteren Rücksetzern erneut analysieren. Bei mir persönlich ist der Funke, wie man so schön sagt, bei der Analyse nicht übergesprungen.